Eigentlich wäre dieses Video ein guter Anlass, um mich zu freuen. Nach über 11 Jahren, die ich diesen Kanal betreibe, über 400 veröffentlichten Videos und über 450.000 Aufrufen, hat mein Kanal vor einigen Tagen die Marke der 1000 Abos erreicht. Zu diesem Jubiläum habe ich auch bereits ein besonderes Video geplant, das mit einer persönlichen Note daherkommen soll. Dies habe ich jedoch erstmal verschoben. Vielleicht kommt es zum Abschluss des Jahres. Mal sehen. Wie gesagt, eigentlich wäre dieses Video ein guter Anlass, um mich zu freuen. In der Realität fällt dieses kleine Jubiläum in den Zeitpunkt der Mitteilung, in dem eine der Strecken, die meine Kindheit und Jugend geprägt haben, wohl bald stillgelegt werden wird. Und das ist absolut kein Grund zu feiern. Ich präsentiere das Ende der Unvollendung. Gemeint ist die Bahnstrecke Mainerzahn-Kummenerl, eine Stichstrecke der Vollmetallbahn, womit dieses Video sozusagen als Spin-off der Chronologie des Grauens bezeichnet werden kann. Zumindest hängen die Ereignisse beider Strecken unmittelbar miteinander zusammen. Wer im Laufe dieses Videos einzelne Zusammenhänge nicht versteht, dem empfehle ich deshalb die Videos aus besagter Chronologie des Grauens, die ich mitsamt den anderen Quellen und weiterer spannender Internetseiten in der Videobeschreibung verlinke. Wir befinden uns also wieder im Sauerland, genauer gesagt im Märkischen Kreis und damit, manche von euch wissen es bereits aus vorherigen Videos, der Region, in der ich meine Kindheit und Jugend verbracht habe. Ich werde im Folgenden eine kurze Zusammenfassung der Geschichte dieser Strecke geben und dann den Fokus auf die Entwicklung der letzten Jahre und vor allem der letzten Wochen legen. Dies versuche ich relativ wertfrei zu formulieren. Meine persönliche Einschätzung der Lage erfolgt am Ende dieses Videos. In einem der Artikel der lokalen Mainerzagener Zeitung, aus dem ich auch im weiteren Verlauf mehrfach zitieren werde, ist eine kompakte Zusammenfassung dieser Strecke, aus der ich vorlesen werde. Der Bau der Listertalbahn, Strecke 2815, auf dem Abschnitt Mainerzahn-Kummenerl begann laut Deutscher Bahn im Jahr 1912. Die Strecke ist bis heute nicht elektrifiziert und eingleisig. Bedingt durch den Ersten Weltkrieg erfolgten Fertigstellung und Eröffnung der Strecke allerdings erst am 21. Juni 1927. Der Schwarzenbergtunnel wurde bereits im Jahr 1917 vollendet. Ursprünglich sollte die Strecke weitergeführt werden über Olpe bis nach Kreuztal. Das Projekt wurde jedoch aufgrund von Geldmangel aufgegeben. Auf Mainerzagener Gebiet existieren die Bahnhöfe Scheerl, Fallbad und Krummenerl. Den Personenverkehr stellte die Bahn 1955 ein. Zuletzt wurde die Strecke für die Anbindung des Steinbruchs Listertal an den Bahnhof Mainerzahn genutzt. 2005 ließ die Deutsche Bahn die Gleise erneuern, auch weil Bahn und der Betreiber des Listertaler Steinbruchs, die Bergisch-Westerwälder Hartsteinwerke, gehören zu Basalt AG, einen Transportvertrag über 20 Jahre zur Nutzung der Strecke mit Güterzügen geschlossen hatten. Der heimische Steinbruch produziert unter anderem Gleisschotter für die Sanierung und den Ausbau des deutschen Schienennetzes. Über den Bahnhof Mainerzahn steuerten die Güterzüge via Vollmetstrecke den Bahnhof Lüdenscheid-Brügge an. Aufgrund der Streckensperrung im Vollmetall musste der Steinbruchbetreiber seinen Schotter zuletzt aber vermehrt über die Straße transportieren. Die Unvollendete. Ein durchaus poetischer Name für eine Bahnstrecke. Sehr unvollendet ist auch mein Videoarchiv und Fotoarchiv über diese Strecke. Und da ihr im Laufe des Videos merken werdet, dass ich nicht einfach beim letzten Besuch im Sauerland dort filmen konnte, bin ich sehr dankbar, dass Herr Riedel mir wieder gewährt hat, seine Fotos von dieser Strecke hier einblenden zu dürfen. Wie ihr den folgenden Zeitungsartikeln aus dem vergangenen Jahrzehnt entnehmen könnt, stand die Strecke immer mal wieder vor dem Aus, was jedoch bislang immer abgewehrt werden konnte. Bis zur Reaktivierung der Vollmetallbahn im Abschnitt Mainerzagen bis Lüdenscheid-Brügge war der Güterverkehr aus Kummenerl dieser Strecke gleichzeitig auch der einzige Zugverkehr. Was dann geschah, könnt ihr wie gesagt in der Chronologie des Grauens ausführlicher erfahren. Jedenfalls war der Güterverkehr zum Steinbruch immer wieder unterbrochen und ist es durchgängig seit der Flutkatastrophe und deren Folgeschäden im Sommer 2021. Also seit nunmehr über 3 Jahren. Wer meine letzten Videos aufmerksam verfolgt hat, dem dürfte allerdings jetzt etwas auffallen. Schließlich fahren die Züge der Vollmetallbahn RB52 ja seit einigen Monaten wieder bis nach Lüdenscheid und die Brücke, die zwischen Lüdenscheid und Marienheide für die Streckensperrung sorgt, befindet sich südlich von Mainerzagen. Dementsprechend ist es in der Theorie wieder möglich, Güterzüge aus dem Steinbruch und Krummenerl über Mainerzagen nach Lüdenscheid-Brügge und weiter nach Hagen zu fahren. Praktisch ist dies jedoch nicht möglich. In den Artikeln der Mainerzagener Zeitung gibt es dazu keine konkrete Erwähnung, aber in dem Eisenbahnforum Drehscheibe Online fand ich eine Erklärung von Herrn Uwe Busch, der mir schon durch diverse Beiträge an verschiedenen Stellen positiv aufgefallen ist. Ein weiterer Mensch aus der Region, der sich für die Strecken vor Ort interessiert und einsetzt. Der komplette Streckenabschnitt ist seit April 2024 als Baugleis eingestuft, was dazu führt, dass dort kein regulärer Zugverkehr möglich ist, obwohl, wie gesagt, die eigentliche Baustelle sich nur im Abschnitt zwischen Mainerzagen und Marienheide befindet.
Kommen wir nun zu den Entwicklungen der letzten Monate. Es beginnt am 23. August und dieses Mal ist es vorerst mal nicht eine Brücke, die für Probleme sorgt, sondern ein Tunnel. Innerhalb meiner Zagens der sogenannte Schwarzenbergstunnel, zu dem ich tatsächlich eine Fotoaufnahme besitze, die allerdings unter wohl damals nicht ganz legalen Umständen entstanden ist. Dem Tunnel droht das Aus. Was passiert im Innern des Schwarzenbergs? Der Schwarzenbergtunnel in meiner Zagen muss saniert werden, um eine Sperrung zu vermeiden. Die Bahnröhre in meiner Zagen muss saniert werden, wenn der Tunnel nicht dauerhaft gesperrt werden soll. Eine Ausschreibung dafür hat die Bahn jetzt gestoppt. Meiner Zagen. Verwirrung um den Schwarzenbergtunnel in meiner Zagen. Der 400 Meter lange Eisenbahntunnel ist marode. Eine Sanierung ist zwingend erforderlich, um die dauerhafte Schließung der Röhre unweit des Mainerzagener Bahnhofs zu verhindern. Erst kürzlich beauftragte die DB Infrago AG, die Infrastrukturtochter der Deutschen Bahn, die Düsseldorfer Wössing Ingenieurgesellschaft MBH mit dem Projektmanagement für die Erneuerung des Tunnels. Eine parallel begonnene Ausschreibung von Geo- und Tunnelbautechnischen Gutachterleistungen für das historische Natursteinbauwerk wurde allerdings kurzfristig abgebrochen, weil der Bahn das Geld fehlt. Wie und wann geht es also weiter? Im Innern des Schwarzenbergs. Die Bahn war auf Anfrage unserer Zeitung in der Sache zunächst nicht sprachfähig. Er bat sich für die Beantwortung der Fragen mehr Zeit. Der bei Vössing zuständige Projektbeauftragte war nicht zu erreichen. Vorliegende Dokumente bestätigen jedoch, dass die Bahn eine Erneuerung des maroden Tunnels anstrebt. In der Ausschreibung vom April dieses Jahres für die Gutachterleistung heißt es zur Begründung, dass die aktuelle Zustandskategorie des Tunnels mit der Note 3 angegeben ist, was einem unzureichenden Bauwerkszustand entspricht. Spätestens in den nächsten 6 Jahren wird sich diese auf 4,0 verschlechtern, schreibt die Bahn. Eine Note von 4,0 bedeutet dabei einen ungenügenden Bauwerkszustand und hat in der Regel die Sperrung zur Folge. Um dies bis zum Jahr 2030 noch zu verhindern, hat die Bahntochter Infrago AG die Vössing GmbH beauftragt, das sogenannte BIM-Management für die Erneuerung des Schwarzenbergtunnels zu übernehmen. BIM steht für Building Information Modeling und bedeutet etwas verkürzt, dass die Vössing alle Dienstleistungen von Planung, Projektmanagement bis zur Bauüberwachung vor, während und nach der Sanierung übernimmt und den Bauherrn in allen Planungsfragen berät. Der bauliche Zustand des Schwarzenbergtunnels bedingt eine Erneuerung, die unter Berücksichtigung der Bestandsanlagen, der geologischen und technischen Randbedingungen sowie unter wirtschaftlicher Optimierung zu planen ist, teilte Vössing Ende Juni auf seiner Internetseite sowie auf Social Media mit. Im Rahmen der Vorplanung sollen demnach verschiedene Varianten für die Tunnelerneuerung untersucht werden. Bereits im April schrieb die DB Infrago AG zudem Geo- und Tunnelbautechnische Gutachterleistungen aus. Demnach geht es bei der Erneuerung konkret um den Oberbau, also Gleisbett und Schienen, und die Verbesserung der Hangsicherheit im Umfeld über den Tunnelportalen. Bis zum Ende der Bietfrist im Mai reichten 3 Büros ihre Angebote ein. Eigentlich sollte der Gewinner bereits am 1. August loslegen und spätestens bis zum 31. August 2026 seine Ergebnisse vorlegen, doch daraus wird nichts. Der Wettbewerb wurde laut Ausschreibungsportal der Europäischen Union ohne Gewinner abgeschlossen. Diese Entscheidung begründete die Bahntochter den Unterlagen zufolge mit unzureichenden Mitteln. Ein paar Tage später erschien auch dieser einordnende Artikel: Sanierungsoffensive der Bahn, Gleisschotter per LKW, weil Strecke gesperrt ist. Und an dieser Stelle erlaube ich mir doch einen kurzen persönlichen Kommentar. Diese Loks kenne ich ja, weil die in meiner Kindheit an der Strecke oft entlang gefahren sind und ich finde die 225 bzw. ihre Schwesterbaureihen eine der schönsten Dieselloks immer noch bis heute. Vielleicht geht es euch ja auch so. Jedenfalls geht es im Artikel nochmal um die Einordnung der Bedeutung dieser Strecke. Klimaschutz geht anders. Ein Steinbruch mit Gleisanschluss muss den Schotter für die Sanierungsoffensive der Deutschen Bahn mit dem LKW transportieren, weil die Bahnstrecke gesperrt ist. Meiner Zagen. Nicht nur die Straßeninfrastruktur in der Region ist in die Jahre gekommen, auch die Strecken der Deutschen Bahn leiden unter dem Sanierungsstau in ganz Deutschland, in Nordrhein-Westfalen und auch im Volme- und Lennetal. Der Gleisschotter für die Modernisierung des deutschen Schienennetzes kommt dabei in vielen Fällen aus dem Steinbruch Listertal. In der Vergangenheit erfolgte die Anlieferung des Gleisschotters an die Bahnbaustellen im Land klimafreundlich mit dem Güterzug. Wegen Bahnstreckensperrungen im Volmetal ist die Straße inzwischen alternativlos. Mit anderen Worten, der Ausbau der Bahninfrastruktur hängt am LKW. Einziger Gleisschotterbetrieb mit Gleisanschluss. Der Steinbruch Listertal
Bei Meinerzhagen produziert hochwertigen Gleisschotter. Deutschlandweit sind aufgrund der hohen Qualitätsansprüche nur wenige Steinbrüche in der Lage, Gleisschotter herzustellen, heißt es von der Basalt AG. Sie ist die Muttergesellschaft des Steinbruchbetreibers Bergisch Westerwälder Hartsteinwerke. Derzeit ist der Standort Listertal den Angaben zufolge der einzige Gleisschotterbetrieb in NRW, der über einen Gleisanschluss verfügt. An der Verladestelle Kommunell, so ist es gedacht und so war es früher, kommt der Gleisschotter über die Schiene auf die Schiene. Abtransport auf der Schiene entlastet Verkehr auf der Straße. Der Abtransport des Gleisschotters auf der Schiene entlastet im Vergleich zum Transport per LKW nicht nur den Straßenverkehr und die Anwohner, sondern ist zudem auch deutlich umweltschonender, erklärt Caroline Geißler, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Rohstoffsicherung der Basalt AG für die Region Südwest. Der Jahresversand an Gleisschotter aus dem Werk Listertal über die Schiene lag nach Angaben der Basalt AG in der Vergangenheit zu Spitzenzeiten bei über 100.000 Tonnen. Der Gleisanschluss der Basalt AG ist über die Stichstrecke Meinerzhagen-Kommunell an die Bahnstrecke Gummersbach-Hagen, Vollmestrecke und damit an das bundesweite Streckennetz angebunden. Sperrung seit 2021. Leider ist diese Bahnstrecke jedoch seit dem Hochwasserereignis im Jahr 2021 gesperrt, sodass wir unseren Abtransport über die Schiene erneut aussetzen mussten, berichtet Geißler. Bereits während der Grundsanierung der Bahnstrecke zwischen 2012 und 2019 kam es zu Einschränkungen und zur zwischenzeitlichen Aufgabe der Schotterzüge. Geht es nach der Basalt AG, könnten die Transporte schon morgen wieder aufgenommen werden. Der Gleisanschluss und die Verladeanlagen der Basalt AG sind betriebsbereit und wir gehen davon aus, dass wir in Zukunft wieder größere Mengen an Gleisschotter per Bahn versenden können, sagte Unternehmenssprecherin Geißler, die sich auch im Sinne des Klimaschutzes wünscht, dass die Bahnstrecke im Bereich Lüdenscheid-Brücke bald wieder freigegeben wird. Kürzlich hat die Deutsche Bahn ihren Zeitplan für die Instandsetzungsarbeiten der Vollmestrecke aktualisiert. Aufgrund von weiteren Verzögerungen wird die Strecke nun noch mindestens bis ins Jahr 2025 gesperrt bleiben. Für Bahnreisende ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Für die Schotterlieferung aus dem Listertal bleibt nur der LKW. Und auch an dieser Stelle verweise ich auf das letzte Video über die Vollmetallbahn. Und dann kommt der 13. September und wir lesen: Planungsstopp für Tunnel, Bahn zieht Reißleine, weil sie das Geld woanders braucht. Die Planung für die Sanierung des Schwarzenbergtunnels wurden gestoppt. Andere Maßnahmen im Netz der Deutschen Bahn in der Region werden derzeit höher priorisiert. Zu viel Bahninfrastruktur ist kaputt. Die dringend notwendige Sanierung des Schwarzenbergtunnels ist gestoppt. Jetzt droht der gesamten Strecke die Stilllegung. Meinerzhagen. 60 Millionen Euro Sanierungskosten für zwei Schotterzüge in der Woche. Die Instandsetzung des maroden Schwarzenbergtunnels steht nach einer Antwort der Deutschen Bahn auf eine Anfrage unserer Zeitung mehr denn je auf der Kippe. Der Planungsstopp, über den unsere Zeitung am 21. August berichtete, war demnach ein Ergebnis von weiteren Prüfungen, an deren Ende das Aus für die gesamte Strecke Meinerzhagen-Kommunell stehen könnte. Wie berichtet, muss der 400 Meter lange Schwarzenbergtunnel in Meinerzhagen dringend saniert werden, da es die Zustandsnote spätestens in den nächsten 6 Jahren auf 4,0 verschlechtern wird. Dies hätte bis 2030 die Sperrung des Tunnels und damit der gesamten Strecke zufolge, ein Bahnsprecher erklärt am Dienstag gegenüber unserer Zeitung, dass grundsätzlich eine Erneuerung des Schwarzenbergtunnels vorgesehen sei. Konkret geht es laut Ausschreibung dabei um den Oberbau, also Gleisbeton und Schienen, und die Verbesserung der Hangsicherheit im Umfeld über den Tunnelportalen. Nach aktueller Schätzung werden hierfür Investitionen in Höhe von rund 60 Millionen Euro notwendig, betont der Sprecher. Für die Erneuerung des Tunnels habe die DB daher im April 2024 die Ehe- und Tunnelbautechnischen Gutachterleistungen ausgeschrieben. Auch Brücken auf der Strecke hier das Viadukt sind in die Jahre gekommen und müssen voraussichtlich in den nächsten Jahren erneuert werden. Doch obwohl drei Bieter ihren Hut in den Ring warfen, wurde die Ausschreibung ohne Ergebnis beendet. Die ausführende Bahntochter DB Infrago AG hatte kurzerhand das Vergabeverfahren ausgesetzt, um den Planungsstopp mit unzureichenden Mitteln begründet. Dabei nehmen die Gutachterleistungen von den kalkulierten Gesamtkosten von 60 Millionen Euro nur einen kleinen Teil in Anspruch. Dass die Infrastrukturtochter der Bahn so früh im Verfahren die Reißleine zieht, begründet ein Bahnsprecher so: In der Zwischenzeit fanden weitere Prüfungen in der Region statt. Diese haben ergeben, dass weitere Erneuerungsarbeiten an der Infrastruktur notwendig sind. Aus diesem Grund ist die Vergabe der Gutachterleistung für den Schwarzenbergtunnel zunächst gestoppt worden. Unsere Planerinnen und Planer fokussieren sich nun darauf, alle notwendigen Erneuerungen in Einklang zu bringen. Vor diesem Hintergrund prüfen wir aktuell den weiteren Umgang mit der Sanierung des Schwarzenbergtunnels. Was bedeutet das? Für den Schwarzenbergtunnel und die Strecke Meinerzhagen-Kommunell nichts Gutes. Die Infrastruktur ist nach jüngsten Erhebungen der Bahn demnach so marode, dass in der Abwägung andere Sanierungsmaßnahmen der Bahn dringlicher sind als die Nebenstrecke in Meinerzhagen. Mit dem Planungsstopp ist nicht nur eine Unterbrechung der Planung am Schwarzenbergtunnel verbunden, sondern auch das Abrutschen in der Priorisierungsliste der Deutschen Bahn.
Damit rückt das Aus der nicht elektrifizierten Strecke näher. Schließlich müsste die Tunnelsanierung bis spätestens 2030 erfolgt sein. Den Planern läuft die Zeit davon. Und nur 2 Tage später wird es dann konkret. Erhalt zu teuer. Deutsche Bahn will Strecke im Sauerland stilllegen. Nach dem Planungsstopp für die Sanierung des Schwarzenbergtunnels wird die Deutsche Bahn nun ein Stilllegungsverfahren für die Strecke Mainerzahn-Kommunell einleiten. Das ist das Ergebnis umfangreicher Prüfungen des Instandsetzungsbedarfs der Bahninfrastruktur in der Region Hagen, wie unsere Zeitung aus Bahnkreisen erfuhr. Demnach spricht die Kosten-Nutzen-Rechnung nicht für den Fortbestand der 12,5 Kilometer langen Nebenstrecke. Neben den 60 Millionen Euro für die notwendige Tunnelsanierung käme auf die Bahn bis 2040 ein Investitionsvolumen von weit mehr als 100 Millionen Euro zu. Das Geld werde benötigt, um weitere 7 marode Brücken auf der Strecke zu erneuern. Über 7 marode Brücken musst du gehen. Darunter wohl auch das Viadukt in Mainerzhagen sowie die denkmalgeschützte Fischbauchbrücke. Als Argument für eine Stilllegung wird unter anderem angeführt, dass pro Woche nur 1 bis 2 Schotterzüge aus dem Steinbruch-Listertal die Strecke befahren und das Verkehrsaufkommen auch bei einer vollständigen Sanierung erwartbar nicht steigen werde. Deutsche Bahn will Strecke in Mainerzhagen stilllegen, doch noch ist die Entscheidung nicht getroffen. Mit der beabsichtigten, aber noch nicht erfolgten Einleitung des Stilllegungsverfahrens ist noch keine Entscheidung über das Aus der Strecke Mainerzhagen-Kommunell gefallen. Die Bahn signalisiert damit aber, dass sie die Strecke nicht weiter betreiben will. Geregelt ist der formale Akt der Stilllegung in § 11 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes. Die Bahn hat dabei der Aufsichtsbehörde darzulegen, dass ihr der Betrieb der Strecke nicht zugemutet werden kann. Gleichzeitig muss sie nachweisen, dass ein Angebot Dritter für die Übernahme erfolglos geblieben ist. Das Aus für die Strecke Mainerzhagen-Kommunell vor Augen meldet Gordon Dudas, heimischer SPD-Landtagsabgeordneter und verkehrspolitischer Sprecher seiner Fraktion, grundsätzliche Bedenken gegen ein solches Szenario an. Zwar könne er mit Blick auf die Kosten-Nutzen-Rechnung nachvollziehen, dass die Bahn die Strecke nicht weiter betreiben möchte, aber in Zeiten der Verkehrswende wäre es fatal, wenn man Bahnstrecken wie diese stilllegt. Dudas erinnert unter anderem an eine Machbarkeitsstudie für die Anbindung des Kreises Olpe, den Schienenpersonennahverkehr SPNV und den Großraum Köln aus dem Jahr 2021. Diese Überlegungen gehen davon aus, die Güterzugstrecke von Mainerzhagen nach Kommunell einzubeziehen und damit eine direkte Verbindung von Finntrop über Mainerzhagen nach Köln zu schaffen. Die Einfädelung der Strecke von Mainerzhagen war nach ersten Überlegungen in Listerscheid geplant, wozu dann der Haltepunkt Listerscheid in einen Bahnhof ausgebaut und die Strecke Falbert-Listerscheid neu gebaut werden müsste, wie es in einer Vorlage für die Verbandsversammlung des Zweckverbands Personennahverkehr Westfalen Süd aus dem April 2021 hieß. Der Lückenschluss beträgt nur 7 Kilometer und die Grundstücke entlang der geplanten Trasse sind aufgrund früherer Planung für den Ausbau bereits in den Händen der Bahn. Dazu werde ich am Ende des Videos noch etwas sagen. Was die Kommunikation des Ganzen betrifft, haben wir 3 Tage später einen weiteren Artikel, in dem es heißt: Kuriose Kanäle, Basalt AG erfährt aus den Medien von Bahnplänen. Falbert. Die Pläne der Deutschen Bahn AG, die Strecke zwischen Kommunell und Mainerzhagen stillzulegen, haben die Basalt AG offenbar überrascht. Auf Anfrage unserer Redaktion erklärte eine Unternehmenssprecherin, dass man von den aktuellen Plänen aus der Zeitung erfahren habe. Leider sind wir über die Pläne der DB bezüglich der Stilllegung der Bahnstrecke Mainerzhagen-Kommunell nicht informiert worden. Die Bergisch-Westerwälder Hartsteinwerke BWH als Zweigniederlassung der Basalt AG haben von den nun öffentlich gemachten Plänen ausschließlich über die Berichterstattung der Mainerzhagener Zeitung erfahren, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme auf Anfrage der Redaktion. Bis zu 100.000 Tonnen über die Schiene. Bis zur Sperrung der Gleisstrecke, die seit der Hochwasserkatastrophe von 2021 unbenutzbar ist, seien 3-mal wöchentlich Güterzüge mit Schotter aus dem Steinbruch nach Lüdenscheid-Brügge gefahren. Abhängig von der Nachfrage seien jährlich zwischen 50.000 und 100.000 Tonnen Schotter auf diese Weise abtransportiert worden, sprich, die Strecke wurde durchaus gut genutzt. Um diese Nutzung wieder zu ermöglichen, habe die Deutsche Bahn, der BWH, eine Instandsetzung der Gleisstrecke bis Ende 2022 zugesagt, aber diese Reparaturen sind bis jetzt nicht erfolgt. Die Enttäuschung über die fehlende Sanierung dürfte umso größer sein, da die BWH noch im Jahr 2023 umfangreich in die Instandhaltung der zum Steinbruch-Listertal gehörigen Bahnverladung Kommunell sowie der werkseigenen Rangierlok investiert habe, wie es heißt. Sollte gar der einstige Spitzenwert von 100.000 Tonnen erreicht werden, wären das entsprechend bis zu 4.000 Lkw.
Ein Abtransport per Lkw belastet aber nicht nur die Anwohnerinnen, Anwohner und den Straßenverkehr, ist zudem ein bedeutender Klimafaktor und kann daher nicht im Sinne der Basalt AG sein, so Geißler. Ob und wie die Basalt AG auf die Deutsche Bahn nun einwirken kann, steht noch nicht fest. Dazu, so heißt es in der Stellungnahme, könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage treffen. Am 22. Oktober erschien dann noch ein Videobeitrag vom WDR, den ich euch empfehlen möchte und ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt habe. Bevor ich zu meinem persönlichen Fazit komme, möchte ich noch einige interessante Informationen mit euch teilen, die nicht aus der Lokalpresse stammen, sondern im Eisenbahnforum vom bereits erwähnten Uwe Busch zur Verfügung gestellt wurden. Als Reaktion auf die Mitteilung der letzten Wochen schreibt er Folgendes. Dass einige Bauwerke sanierungsbedürftig sind, steht außer Frage. Allerdings steht sofort die Feststellung im Raum, dass der Sanierungsbedarf nur so hoch ist, weil man seit fast 20 Jahren die Instandhaltung völlig vernachlässigt hat. Von 1998 bis 2003 hat man mit einem Aufwand von rund 8,5 Millionen Euro die Scherler Brücke saniert. In den Jahren 2005-2006 wurde auf der gesamten Strecke der Gleisoberbau vollständig erneuert. Im Juli 2009 wurde der Bahnhof Scherl betrieblich stillgelegt. Zwar wurde entsprechend der gesetzlichen Vorgaben des Allgemeinen Eisenbahngesetzes AEG der Bahnhof Scherl zur Stilllegung bzw. Abgabe an Dritte ausgeschrieben. Die Weichen zum Ladegleis wurden widerrechtlich aber schon 4 Wochen vor der Ausschreibung ausgebaut, sodass der Güterverkehr nach Scherl schon vor der Stilllegung technisch verhindert wurde. Das Eisenbahnbundesamt EBA hatte damals auch ein Bußgeldverfahren gegen DB Netz eingeleitet. 2009 wurde von der Stadt Meinerzhagen gerade das neue Industriegebiet Grünewald erschlossen, ausdrücklich mit dem Hinweis, dass Bahnverladung in der Nähe Bahnhof Scherl möglich sei. Ebenso wurde mit großem Aufwand, nicht zuletzt auf Betreiben der Stadt Meinerzhagen, die Brücke der Südumgehung über die Scherler Bahnhofstraße errichtet, die man sich ansonsten hätte sparen können. 2015 wurde kommunell sogar an das neue elektronische Stellwerk ESTW Brücke angeschlossen. Seither stehen dort erstmalig in der Geschichte der Bahnstrecke Signale. Im Jahr 2016 teilte DB Cargo mit, dass man kommunell nicht mehr bedienen wolle. Rund ein Dreivierteljahr ist auch tatsächlich kein Zug mehr gefahren. Erst ab Anfang 2017 hat man sich, dem Vernehmen nach aufgrund einer Klageandrohung, bereit erklärt, zumindest samstags Güterverkehr nach kommunell durchzuführen. Das heißt ein Güterzug paar wöchentlich. Ab 2019 kamen vermehrt private Eisenbahnverkehrsunternehmen, EVU, mit Schotterzügen nach Kommunell. BBB, Locon, WFL, RCCDE, RTB und andere. Ab Mai 2021 ist DB Cargo wieder dreimal wöchentlich nach Kommunell gefahren, dienstags, donnerstags und samstags. Diese höhere Bedienungsfrequenz diente nach Angaben von DB Cargo Personal dazu, die privaten EVU von der Strecke zu bekommen. So viel zum diskriminierungsfreien Zugang zum Schienennetz. Pech war, dass Mitte Juli 2021 das Hochwasser im Vollmetall die Vollmetallbahn zwischen Brück und Hagen schwer beschädigt hat, sodass nicht nur der Personenverkehr der RB 52, sondern auch sowohl der Schotterverkehr nach Kommunell als auch der zu diesem Zeitpunkt auf Hochtouren laufende Holzverkehr von Brücke eingestellt werden musste. Auch da verweise ich auf meine vorherigen Videos. Zumindest letzteren hat man mit hohem betrieblichen Aufwand nachts über die Aggertalbahn Richtung Köln abfahren können. Tagsüber ist die Strecke Köln-Gummersbach voll ausgelastet und es sind keine Trassen für Güterzüge verfügbar. DB Netz hat jedoch gut ein Jahr keinerlei Bemühungen unternommen, die beschädigte Vollmetallbahn zeitnah wieder in Betrieb zu nehmen, was gerade wegen der Angelegenheit mit der gesperrten Rahmen der Talbrücke der A45 von hoher Wichtigkeit gewesen wäre. Stattdessen ließ sich ein Mitarbeiter von DB gegenüber der Presse zu der Aussage herab, dass sich die Reparatur der Vollmetallbahn für die paar Leute, die dort mitfahren, nicht lohne. Und ich finde es etwas schade, dass ich diesen Satz nicht schon hatte, als ich die Videos über die Vollmetallbahn gemacht habe. Aber das nur nebenbei. Es geht noch weiter. Was die Kunstbauten auf der Kommuneller Strecke betrifft, ist festzustellen, dass am 8.8.2013 ein Tunnelmesszug den Schwarzmarkttunnel überprüft hat. Bei der Überprüfung wurde relativ viel lockeres Gestein aus dem Tunnelgewölbe entfernt, sodass schon damals klar war, dass der Tunnel einer Sanierung bedarf. Es sind in seither vergangenen 11 Jahren jedoch keinerlei Unterhaltungsmaßnahmen erfolgt. Gleiches gilt für das Stadtviadukt über die Genkel an der Derschlager Straße. Auch hier ist der Reparaturbedarf schon durch Laien erkennbar, aus dem Mauerwerk wachsende Bäumchen. Auch hier sind in den letzten Jahren keinerlei Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt worden. Die kleinen Brücken bei Sinderhof, Breddershaus und an der Bahnhofseinfahrt Kommunell sind in einem ähnlich mäßigen Zustand, was jedoch ausschließlich auf unterbliebene Instandhaltung zurückzuführen ist. Zusammenfassend ist hier zu kritisieren, dass ausschließlich durch Untätigkeit des staatlichen Eisenbahninfrastrukturunternehmens DB Netz, DB Infrago, die Strecke Hagenbrücke-Kommunell der Güterverkehr eingestellt bleiben muss,
Dies jedoch als Argument herangezogen wird, dass man keine Trassengebühren durch Züge generieren kann und daher die notwendigen Reparaturen nicht finanziert werden können. Gleichzeitig werden seit Jahren durch das staatliche Eisenbahnverkehrsunternehmen DB Cargo Versuche unternommen, sich von den Güterverkehren in der Fläche zu trennen, verhindert aber auch den Betrieb durch andere EVU. Jetzt werden aber angeblich Instandhaltungskosten von 60 Millionen Euro jetzt schon von über 100 Millionen Euro in den Raum gestellt, die nur dazu dienen sollen, trotz eines bestehenden Verkehrsbedarfs, den DB Cargo und DB Infrago seit Jahren durch Unwilligkeit und Untätigkeit sabotieren, eine Stilllegung einer staatlichen Bahninfrastruktur zu erreichen, indem man die hierfür zuständige Genehmigungsbehörde EBA dazu bringen kann, dass man die wirtschaftliche Unzumutbarkeit der Reparatur als wichtiger einstuft als das nach dem AEG vorrangige Verkehrsbedürfnis. Wir haben hier ein Musterbeispiel dafür, wie ein staatliches EIU ein unwilliges staatliches EVU tatkräftig unterstützt, Verkehre zu verhindern, wenn der Kunde, hier Basalt AG, mit Auftrag droht. Und zugleich fällt man damit den politischen Forderungen seiner Eigentümer, nämlich dem Staat, in den Rücken, der seit Jahren mehr Verkehr auf die Schiene propagiert. Eigentlich ein passendes Schlusswort. Zu guter Letzt nun ein paar einschätzende Worte von meiner Seite, bevor das aus den Formetalbahn-Videos bekannte Outro erfolgt. Die Unvollendete hat nicht nur ein Problem, dass sie unvollendet geblieben ist, sondern auch unangebunden ist. Sie führt auf ihren 12 Kilometer, nachdem sie das Mainerzahner Kernstadtgebiet verlassen hat, durch unbesiedeltes Gebiet, fernab größerer Ortschaften. Der sogenannte ehemalige Bahnhof Falbert, ein zu Mainerzahn gehöriges Dorf mit immerhin gut 2000 Einwohnern, ist fast 3 Kilometer vom Ortskern entfernt. Eine Bedienung durch den Personenverkehr ist also nicht besonders attraktiv. Zwar könnte man noch über einen Haltepunkt auf Mainerzahn Stadtgebiet, beispielsweise in der Nähe des Stadions, nachdenken oder den ehemaligen Bahnhof Scheal im Industriegebiet nahe der Autobahn wirklich wieder mit einem Gütergleis ausstatten. Das scheint jedoch mehr Wunschdenken von Eisenbahnfreunden wie mir zu sein. Eine geplante Verlängerung nach Listerscheid an die Strecke Finntrop-Olpe, auch dazu gibt es einige Zugvideos auf meinem Kanal, wäre toll, aber angesichts der aktuellen Lage sehe ich keine große Hoffnung. Es würde zwar die Anbindung von Mainerzhagen in die Kreisstadt Olpe verbessern, allerdings hat diese durch die A45, solange nicht weitere Brücken gesperrt werden, starke Konkurrenz, und eine Verbindung von Olpe über Mainerzhagen nach Köln wäre wohl von den Fahrzeiten äußerst unattraktiv, da der Zug alleine von Mainerzhagen nach Köln, wenn er denn fährt, schon 1,5 Stunden braucht, plus mit Kopfmachen in Mainerzhagen etwa eine weitere halbe Stunde von Mainerzhagen nach Olpe, wohingegen die A4 einen mit dem Auto innerhalb einer Stunde von Olpe nach Köln bringt. Kurz gesagt, ich halte eine Nutzung der Strecke durch den Personenverkehr für nicht mehr realistisch. Und ich sehe, dass bei diesem Investitionsvolumen, welches die nächsten Jahre auf die Strecke zukommen würde, andere Strecken in Deutschland wichtiger sind und bevorzugt werden. Allerdings hat das Ganze einen äußerst faden Beigeschmack oder vielmehr Beigeschmäcker. Dazu zählen die unzähligen Streckensperrungen, die in den letzten Jahren den Güterverkehr blockiert haben, der mutmaßliche Konflikt der Basalt AG mit DB Cargo, den Uwe Busch beschreibt, die Blockierung der Strecke Mainerzhagen-Lünstadt-Brücke seit April diesen Jahres, die Kommunikation von Seiten der Bahn mit dem Steinbruch und zuletzt das Gefühl, dass seine Strecke so lange dem Verfall preisgegeben wurde, bis es jetzt scheinbar zu spät und zu teuer ist und eine Stilllegung unabdingbar. Noch ist nicht alles entschieden, aber es deutet einiges hin auf das endgültige Ende der Unvollendeten. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.